Dann sind wir jetzt live auf Sendung. Dann hole ich einmal meinen Notizzettel. Ich werde ja auch nicht jünger. Also von daher muss ich mittlerweile auch alles aufschreiben. Und selbst dann kann das eine oder andere durchgehen. Ja, dann darf ich vorweg schon mal alle Zuschauer begrüßen, die mittlerweile hier und heute an Bord sind. Die Vorstellung der Gäste und des zweiten Mitgastgebers ja, überlasse ich den Kollegen. Kurz zum technischen Ablauf. Wir planen heute ungefähr 60 Minuten. Falls wir unsere Themen früher durchbekommen, dann haben wir vielleicht auch 5 Minuten früher Feierabend. Aber wir ja, haben geplant, nicht zu überziehen. Und ja, für diejenigen, die halt das GoTo-Webinar-System noch nicht so kennen, und zwar gibt es im oberen Bereich eine Möglichkeit, dass man auch das Bild einstellen kann, welche Kamera übertragen werden soll. Dort kann man sich dann quasi immer alle anzeigen lassen oder halt den Sprecher groß. Das kann man dementsprechend dort dann justieren. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, über das Bedienpanel Fragen an uns zu stellen. Da bitte ich direkt um Verständnis, dass wir in der Sendung nicht auf alle Fragen eingehen können, aber wir werden im Nachgang die Fragen an die entsprechenden Stellen weiterleiten und versprechen auch, dass die dann ja, möglichst zügig auch entsprechend bearbeitet werden und dass dann auch eine Antwort kommt. Ja, wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und ja, dann warten wir vielleicht noch ein Minütchen, weil ich sehe gerade, wir bekommen immer noch mehr Zuschauer. An der Stelle kann ich auch schon einen neuen Teilnahmerekord verkünden. Wir mussten wirklich jetzt in der vierten Sendung, die wir heute haben, das erste Mal spüren, dass unsere technische Kapazität erreicht ist, beziehungsweise überschritten war sogar. Also wir haben es halt gemacht wie früher die Airlines, wo es ja noch das Thema Fliegen gab. Wir haben auch ein bisschen überbucht, aber erfahrungsgemäß sollte das eigentlich passen und ja, sind aber auch stolz, dass wir heute ja 530 Anmeldungen hatten und ja, das war uns so in der Form auch noch nicht bewusst. Ja, jetzt haben wir 10 Uhr. Dann ja, nochmal an die, die jetzt dazugestoßen sind, ein herzliches Hallo. Mein Name ist Oliver Fink. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma Objective IT. Die meisten kennen uns wahrscheinlich eher unter dem Namen Level 9. Ja, wir sind Hersteller von Vergleichs- und Beratungssoftware für die Versicherungsbranche. Und ja, von daher übergebe ich das Wort an den zweiten Gastgeber, bevor wir dann zu unserem heutigen Gast kommen. Hagen, du bitte. Vielen Dank. Ja, ich bin der Hagen oder wie die Branche mich ganz häufig nennt, der Hagi. Ich bin jetzt seit 20 Jahren mit dem Thema Krankenversicherung unterwegs. Der ein oder andere wird von mir wahrscheinlich schon mal gehört haben, wie ich irgendwen durch den Kakao ziehe oder aber irgendwen lobe, was sie versicherungstechnisch alles gut und alles richtig gemacht haben. Ich freue mich heute ganz besonders über unseren Gast, Dr. Thomas Wiesemann. Wir hatten vorher abgesprochen, dass wir uns der Lockerheit wegen einfach duzen. Und mit diesem Hinweis würde ich eigentlich gerne schon das Wort weitergeben und den Thomas Wiesemann vorstellen. Ich sage jetzt drei Dinge, die ich rausgekriegt habe. Das war jetzt nicht besonders schwer. Studium in Ulm, Blindbewerbung bei Allianz und dann Wirtschaftsmathematik, unter anderem auch an der Uni in Los Angeles. Da habe ich bei mir so gedacht, das ist jetzt nicht das, was ein Vertriebler wirklich braucht, oder? Ja, die Wege sind manchmal unergründlich, ne? Also, ja, also ich, das stimmt. Also die Allianz ist mein erster Arbeitgeber, will ich dazu sagen, direkt nach der Uni dahin und immer noch da. Habe auch ziemlich verschiedene Dinge gemacht bei der Allianz. Das ist so, alles hat ja seine Vor- und Nachteile. Ein großes Unternehmen oder ein kleineres Unternehmen, alles hat Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile in einem großen Konzern wie die Allianz ist, dass man auch ganz viele verschiedene Dinge machen kann, ohne dass man das Unternehmen verlassen muss, sage ich jetzt mal. Also ich war am Anfang in der Finanzfunktion tätig. Ich war dann in unserem Vertrieb über 2 Jahre tätig, so als Vertriebsbereichsleiter nannte sich das. Ich war viele Jahre, über 10 Jahre im Asset Management, also im Fondsgeschäft der Allianz, Allianz Global Investors, für viele ein Begriff, tätig und mache jetzt seit 6 Jahren, bin ich im Vorstand von Allianz Leben und Allianz Kranken, für den Maklervertrieb verantwortlich. Ja, wie macht man das von Wirtschaftsmathematik zu Vertrieb? Eine berechtigte Frage, Hagen. Also
Erstmal, ich persönlich fand, es hat mich im Studium interessiert, die ganzen Finanzthemen interessieren mich einfach, finde ich total spannend. Wie kann man mit Finanzen Probleme lösen, also nicht nur schaffen, sondern echt auch lösen. Und die Methoden, die es da gibt, das fand ich immer super interessant. Und bei der Allianz war es so, ich bin dann auch im Finanzbereich eingestiegen. Das war super spannend damals. Wer sich an die Zeiten noch erinnert, je nachdem, wie alt unsere Zuseher sind, war die Allianz damals in ganz vielen deutschen DAX-Unternehmen beteiligt. Und ich war der Assistent vom Finanzvorstand. Da kriegte man unglaublich viel mit. Der saß in ganz vielen Aufsichtsräten. Das war ein ganz spannender Einstieg. Und dann kamen die aber auf mich zu und meinten, also eigentlich müsste man auch mal das Kerngeschäft kennenlernen. Und das Kerngeschäft ist eben Vertrieb. Und ja, das habe ich mir dann mal angeguckt und schon gesagt, schon ein bisschen anders als das, was ich bisher so kannte. Habe das aber gemacht und habe das in keinster Weise bereut. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich am allermeisten wirklich Neues hinzugelernt habe, muss ich sagen. Und was ich auch toll finde, ich habe heute noch Kontakte, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her, heute noch Kontakte zu Kollegen aus dem Vertrieb, die rufen mich manchmal an und sagen, ja, ich habe da mal noch eine Frage zur Aktie oder irgendwie sowas. Und das hat mich eigentlich fasziniert, dass man diese Themen, die inhaltlichen Themen zusammenbringen konnte, eigentlich mit den Menschen. Also das kommt beim Vertrieb zusammen und das hat mir einfach Spaß gemacht. Mit der gleichen Leidenschaft, wie wir hier die Produkte bauen, die auch in dem Markt zu kommunizieren, zu Menschen kommunizieren. Das treibt mich an. Und ja, insofern vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für einen Wirtschaftsmathematiker, aber es ist halt mein Werdegang. Aber dann doch ein richtiger Vertriebler. Ja, also schon. Dann hast du wahrscheinlich heute Morgen auch gestern Abend schon dann einige Anrufe bekommen zu einer noch DAX-Firma, Wirecard. Ob ich Anrufe bekommen habe? Ja, oder? Wenn du sagst, du wirst doch schon mal um Rat gefragt, deswegen hatte ich jetzt gedacht, so. Das lag ja nahe, dass man da mal die Fühler ausstreckt in deine Richtung. Nee, da hat noch keiner sich gemeldet. Ja, bin ich auch ganz froh. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach einzuschätzen gerade. Ja, ich hoffe, dass ihr nicht die komplette Altersvorsorge eurer Kunden bei Wirecard investiert habt. Aber ich schätze euch ein, dass ihr das nicht getan habt. Genau. Wenn wir bei Altersversorgung sind. Wir haben lesen können, dürfen 2019 das beste Neugeschäft im Leben der Allianz aller Zeiten. Kannst du was über die Zugangswege Neugeschäft sagen? Also welche Rolle spielt zum Beispiel Check24, Verivox bei euch? Also diese neuen Wege? Sind die vielleicht sogar dran schuld? Ja, also erstmal stimmt das. Und ich finde, dass wir das stärkste Neugeschäft in der Geschichte des Unternehmens hatten. Es gab vor einigen Jahren ja mal so eine Umstellung der Besteuerung der Lebensversicherung. Erinnert euch, aber selbst dieses Jahr haben wir übertroffen letztes Jahr. Und das hätten wir uns gar nicht gedacht, dass das nochmal möglich ist, dieses Jahr von damals zu übertreffen. Und eigentlich doch auch eine starke Botschaft, so wenn man immer so hört und liest, Lebensversicherung, ist das denn noch was? Lohnt sich das überhaupt noch? Ist das eigentlich doch eine starke Botschaft, oder? Das stärkste Neugeschäft der Unternehmensgeschichte. Wir hatten auch bereits im Jahr 2018 erstmalig über 10 Millionen Kunden bei Allianz Leben, haben das letztes Jahr nochmal ausgebaut. Also wir hatten auch noch nie so viele Kunden. Das ist auch nicht selbstverständlich für einen Lebensversicherer, den es jetzt schon 100 Jahre gibt, weil, wie ihr alle wisst, gibt es dann ja auch mal auslaufende Lebensversicherungen, wenn man so einen großen Bestand hat. Und wir haben auch letztes Jahr wieder netto mehrere hunderttausend Kunden hinzugewonnen. Und das finde ich eigentlich auch für die gesamte Branche eine starke Botschaft. Die Lebensversicherung lebt und es scheint ein sehr, sehr interessantes Produkt für viele Menschen zu sein. Insbesondere die moderne Lebensversicherung, die sich ja enorm entwickelt hat, enorm innovativ in den letzten Jahren war. Denkt man vielleicht gar nicht, ne, wenn man das Wort so hört. Aber wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt und sich anguckt, was für Innovationen entstanden sind, die neuen chancenorientierten Konzepte,
Das ist schon enorm, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und davon profitieren wir. Da bekommen wir das ganze Neugeschäft rein. Jetzt zu deiner Frage. Welche Kanäle sind das? Wir sind ja als Allianz wirklich ein Multikanal-Anbieter. Wir haben selber ja eine große AO, wie ihr wisst, die wichtig ist. Wir haben einen starken Maklerkanal. Das kann ich hier an der Stelle sagen. Der Maklerkanal ist mittlerweile der größte Vertriebskanal für Allianz Leben. Es ist jetzt nicht so, dass der AO-Kanal nicht gewachsen wäre. Der ist auch gewachsen in den letzten Jahren, jedes Jahr. Aber über die Makler sind wir noch mal stärker gewachsen. Wir vertreiben über Banken. Wir haben auch Direktgeschäft, jetzt sage ich jetzt mal so im Pension-Bereich mit großen Unternehmen. Wir zum Beispiel eins unserer Produkte vertreiben wir mittlerweile auch schon in Italien. Das ist auch möglich in der EU, das zu tun. Also es ist ein sehr, sehr breiter Mix, um das erstmal zu sagen. Dann in dem Kanal Makler, auch da haben wir einen breiten Mix. Also ich meine, die Zuhörer kennen sich da ja aus. Das ist ja auch ein sehr, sehr vielfältiger Kanal, der Maklerkanal. Von großen global tätigen Brokerhäusern, sage ich jetzt mal, über firmenverbundene Makler, Vertriebe, ganz viele mittelständische Makler, Pools und so weiter und so fort. Also auch da haben wir eine sehr große Breite, was auch positiv ist, finde ich, ne? Dadurch hat man auch, ja, ist immer gut, wenn man diversifiziert ist und in der Breite ist. Und ja, auch die, wenn man so möchte, Online-Makler, die gewinnen an Bedeutung, aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt schon dominant in irgendeiner Form werden. Das kann man nicht sagen. Also dafür stehen wir echt auf sehr, sehr breiten, auf sehr verschiedenen Beinen. Auch in der BAV machen wir natürlich sehr, sehr viel Geschäft, einfach auch mit mittelständischen Maklern. Also die gehören dazu und ich finde das auch hochspannend. Aber es ist jetzt nicht so, dass die bisher jetzt schon sozusagen ganz große Anteile hätten. Hm. Nicht, dass das von oder auf Desinteresse zurückschließen lässt, wenn ich zwischendurch meinen Blick mal hier an die Seite oder nach unten werfe, weil ich habe hier parallel noch das Bedienpanel als Moderator und schaue mit einem Auge natürlich auch immer mal auf die Fragen, die hier reinplöppen. Und ja, ich glaube, wir haben ja einen großen Zuschauerkreis, der sich ja jetzt aus der Vermittlerschaft zusammensetzt. Und das, was wir halt immer wieder hören, ist einfach auch die Sorge, die dort vorherrscht. Das steht ja auch so ein bisschen als Überschrift über der heutigen Sendung, inwiefern halt ein Vermittler auch zukünftig da noch eine Rolle spielt. Und wenn man sich das jetzt anschaut, also im Endkundenbereich, also ich kenne jetzt ein bisschen die Zahlen, was Check24 da an Werbung auch rausfeuert pro Jahr. Das sind ja dreistellige Millionenbeträge. Und wir haben natürlich alle so ein bisschen die Sorge, dass wir dort eine Situation erleben, wie teilweise sie auch heute schon bei den Pools ist. Ich sage auch mal so ein bisschen hausgemacht seitens der Versicherer, weil letztendlich ja eine Konzentration stattgefunden hat, gerade auch bei den Pools, also ein großes Ungleichgewicht teilweise und auch eine gewisse Abhängigkeit jetzt auch eurer Seite. Und wenn man sich jetzt das mal so ein paar Jahre weiter anschaut, dann ist natürlich die Befürchtung schon da, dass der stationäre Vertrieb immer weiter abbaut, vielleicht auch in bestimmten Sparten und auf der anderen Seite dann solche Player wie Check24 dann hinterher auch so dominant werden, dass ja, ihr gar nicht mehr anders könnt, wie hinter den herzulaufen, um es mal überspitzt zu sagen. Wie seht ihr da die nächsten Jahre, auch in Bezug auf Player wie zum Beispiel Google, Amazon, Ping An, also die Chinesen, die da auch irgendwie schon so ein bisschen in den Startlöchern stehen und auch Investments haben. Wie seht ihr das? Gut, also ich kann erstmal sagen, also wir haben Stand heute zumindest keine solche Abhängigkeiten. Also auch die anderen Beispiele, die du eben genannt hast. Also insofern, es ist sehr vielfältig, was die Vertriebspartner angeht und das finden wir auch sehr positiv. Ich bin selber natürlich jetzt hier tätig für die Allianz Lebensversicherung und die Allianz Private Krankenversicherung, also für die Personenversicherung verantwortlich im Maklervertrieb. Und da kann ich sagen, ich sehe da bisher nicht die Tendenz, die du gerade beschrieben hast, dass da eine Dominanz von solchen Anbietern entstanden wäre.
Die spielen eine Rolle und ich finde, die machen auch einen guten Job. Und das muss man, glaube ich, es lohnt sich auch, sich damit zu beschäftigen, auch als ganz normaler, sage ich jetzt mal, Einzelmakler, sich das mal anzugucken, was die da eigentlich machen. Mhm. Sowieso meine Empfehlung, beschäftigt euch wirklich damit, was passiert da draußen, guckt euch das an, weil dann sieht man auch, wie man sich davon abgrenzen kann, was die leisten können und was sie nicht leisten können. Mhm. Ich glaube, dass generell das ist jetzt sicherlich auch nicht Rocket Science, was ich jetzt sage, aber das sehen wir einfach, dass gerade bei den beratungsintensiveren Produkten nach wie vor die persönliche Komponente eine ganz, ganz essentielle Rolle spielt. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass die digitale Komponente da keine Rolle spielen würde. Diesen Fehler darf man nicht machen. Mhm. Die Sichtbarkeit im Netz in seiner Zielgruppe, ich glaube, das ist essentiell für jeden. Die Information findet ganz häufig zuallererst im Internet statt. Aber die Entscheidungsfindung, gerade bei den Lebens- und Krankenversicherungsprodukten, ganz, ganz häufig spielt die persönliche Komponente dabei eine ganz wichtige Rolle. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Auch über die Allianz.de Webseite, die ja auch keine unwichtige ist. Also wir haben eine sehr hohe Frequenz und einen hohen Traffic da drauf. Kann man auch unser einfachstes Produkt, sage ich jetzt mal, die Risikolebensversicherung, jetzt auf der Lebensversicherungsseite, unser einfachstes Produkt, man kann auch andere, aber ich nehme mal das einfachste Produkt, vielleicht die Risikolebensversicherung direkt abschließen. Und man kann das ja alles beobachten, von 10 Nutzern, die auf unsere Antragsstrecke gehen, schließen 9 hinterher bei einem Vermittler ab. Wisst ihr, obwohl die auf die. Wisst ihr auch, warum das so ist? Also warum dann 90% abbrechen, in Anführungsstrichen? Genau, und wir empfinden das gar nicht als Abbrechen, ehrlicherweise, sondern wir finden das als etwas Natürliches. Ne? Dass wir sehen eigentlich, dass Menschen schon im Internet natürlich suchen. Die wollen auch da nicht nur Text lesen, sage ich mal, die wollen da auch direkt was sehen, vielleicht ein Quote sehen, auch was ausprobieren. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir das nicht so entweder oder sehen, sondern dass wir da diese beiden Themen, persönliche Beratung und Angebote übers Internet wirklich verzahnen miteinander, sodass der Sprung von der einen Seite zur anderen jederzeit möglich ist. Ich glaube, das ist wichtig. Also einer unserer Vertriebspartner nennt das intelligente Und, ist vielleicht auch eine ganz schöne Beschreibung dafür. Und warum das so ist, ich glaube, weil bei Produkten, die jetzt hier nicht so kompliziert sind bei der Risikoleben, aber trotzdem eine lange Laufzeit haben, haben viele Menschen einfach nach wie vor das Gefühl, ich binde mich hier einfach, ich mache hier eine Entscheidung, die viele, viele Jahre Gültigkeit hat. Ich will da auch keinen Fehler machen und ich will da vielleicht nochmal mit jemandem drüber reden. Wir haben da auch Nutzer, die durch die ganze Antragsstrecke durchkommen. Das müssten eigentlich, das ist ja schon auch nicht unkompliziert, weil man muss sich identifizieren und so weiter. Oder es ist, ne, also aufgrund der regulatorischen Anforderungen. Aber man müsste eigentlich nur noch auf den letzten Knopf drücken, aber die sagen, nee, jetzt möchte ich aber nochmal mit jemandem sprechen. Und selbst die es direkt bei uns abschließen, von denen sagen dann 30% oder ein Drittel, ich möchte trotzdem aber auch noch einen persönlichen Ansprechpartner haben. Weil vielleicht irgendwann mal was passiert, wo ich dann aber mit jemandem drüber reden möchte. Also der Trend, ich sehe ihn bisher nicht anders, dass da, wo es in die beratungsintensiveren Themen reingeht, wo auch irgendwo Emotionen dann dadurch reinkommen, weil Unsicherheit irgendwo da ist, spielt der Mensch und die kompetente, unsympathische Beratung nach wie vor eine enorme Rolle. Aber nochmal, man muss es echt verknüpfen mit der digitalen Kompetenz. Das halte ich für essentiell. Also wenn man die Frage aufwirft, Schreckgespenst oder ernsthafte Bedrohung, dann ist im Zweifel Check24 doch nur ein Schreckgespenst, aber keine wirkliche Bedrohung, sofern der Vermittler sich neuen Regeln, sage ich mal, anpasst, neue Regeln akzeptiert. Ja, ich glaube auch viele Kunden informieren sich auf Plattformen wie Check24 heute und schließen dann bei Vermittlern ab. Wenn man da mal Check24 fragt, glaube ich, dass das häufig passiert. Also, aber ich sehe es wie du, Hagen. Ich glaube,
das ist wahrscheinlich, wenn ihr fragt, was ist eine der Gefahren? Eine der Gefahren ist, dass man missversteht, dass man digital mit direkt gleichsetzt. Das halte ich für einen echten Fehler, wenn man das tut. Digital ist nicht direkt. Kann es sein, aber digital kann eben auch in einem hybriden Beratungskonzept zum Beispiel eben dargestellt werden. Und das sehen wir gerade in den eher beratungsintensiven Produkten als das dominante Modell an. Klar, alles kann sich verändern, aber zurzeit gibt es wenig Anzeichen dafür. Du hattest ja eben auch schon angesprochen, dass ihr ja über eine sehr große Ausschließlichkeitsorganisation verfügt. Da werden ja wahrscheinlich auch Fragen aufkommen. Ihr habt ja auch jetzt schon seit längerem Töchter, die auch das Direktgeschäft ja machen, die ja letztendlich auch so ein Stückchen in Konkurrenz stehen zu eurem Außendienst oder ihm vielleicht auch eine Alternative bieten zu anderen Direktversicherern, um einfach dort bei diesen Produkten mithalten zu können. Aber wo seht ihr denn jetzt, sei es zum einen für eure eigenen Ausschließlichkeitsmitarbeiter als auch für Mehrfachagenten und Makler, die größten Bedrohungen in den nächsten, ja, ich sag mal 2, 3, 4, 5 Jahren? Ich glaube, viel weiter können wir ja gar nicht nach vorne gucken. Ja. Also wie gesagt, ja, wir sind ein Multikanalanbieter, das stimmt. Also insofern, und ich glaube ehrlich gesagt, davon profitieren am Ende auch, davon bin ich sehr überzeugt, davon profitieren auch die physischen Vertriebskanäle. Weil wenn man gut ist, auch in den digitalen, direkten Kanälen, da lernt man unglaublich, es ist schwer übrigens da gut zu sein. Das sieht man ja auch bei vielen der Fintechs, die mit viel Euphorie gestartet sind und wie schwer die sich zum Teil ja tun, tatsächlich Kundenbasen aufzubauen. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt ernsthaft, dann lernt man auch sehr viel dafür, wie man dann einen hybriden Vertrieb organisieren kann. Deswegen die größte Gefahr, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wäre irgendwo das Thema zu sehr als Bedrohung anzusehen. Und dann, wenn man etwas als Bedrohung ansieht, das kennen wir alle, ne? Wir Menschen, dann kommen wir irgendwie so in Schockstarre oder wir sehen da drin irgendetwas, was es zu bekämpfen gilt und so weiter. Ich glaube, da ist viel mehr Interesse, Offenheit gefragt, sich das anzugucken, auch nicht jedem Trend hinterherzulaufen. Das muss man gar nicht aus meiner Sicht, sondern sich selber dann zu fragen, wie baue ich das ein in mein Geschäftsmodell? Wie kann ich mein Geschäftsmodell weiterentwickeln mit diesen Möglichkeiten? Wo ist mein Mehrwert in der Beratung? Und das sind unglaublich wichtige Fragen, die man, glaube ich, dann sich persönlich stellt und mit denen man sein eigenes Geschäftsmodell dann nur stärker machen kann. Bleibt für mich über irgendwie so eine Kombination Online-Offline-Zusammendenken. Absolut. Ich meine, man kann auch sagen, da gibt es draußen auch nach wie vor Digitalverweigerer unter den Kunden. Und man kann draußen sagen, ist ja auch okay. Jetzt kannst du ganz, ganz viele Anrufe von Familien haben. Man kümmert sich nur um die. Aber ich glaube, die Anzahl zumindest ist, also ich schätze die, aber ich glaube, die Anzahl ist nicht so oder groß und steigt nicht unbedingt. Das ist mein Eindruck. Und man kann auch sagen, bin eh nur noch 2 Jahre im Geschäft oder so, ne, als Makler, und das tue ich mir jetzt nicht mehr an oder so. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht auch noch 3 Jahre im Geschäft, dann würde ich mir das angucken. Dann würde ich genau das tun, was du gesagt hast, sagen. Also es ist auch echt interessant, sich damit zu beschäftigen. Selbst ich, alter Mann, habe das noch gemerkt, ja. Und das gilt für uns alle ja hier, ne? Ich meine, ich bin da auch Lernender, also ohne Frage. Wenn wir, ich muss noch eine Zwischenfrage stellen, weil ich ja nicht so der Lebenmensch bin. Ich bin ja so der Krankenmensch. Über Kranken können wir auch sprechen. Über Kranken können wir auch, das macht aus meiner Sicht tatsächlich Sinn. Was mir ein bisschen am Herzen liegt, ist diese Frage, dass zum Beispiel Check24 oder auch andere Plattformen im Zweifel vormachen, dass man sich eine Krankenvollversicherung mit 3 Klicks kaufen kann. Oder es sind vielleicht 4. Da sehe ich einen gewissen potenziellen Verlust von Qualität, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir machen es ganz bestimmten Generationen vielleicht auch manchmal zu einfach. Und ich sehe da ein paar Tendenzen, die mir überhaupt nicht gefallen.
Ja, da wäre ich ein mit bisschen. digitaler Verweigerung zu tun. Ich sage, ich bin auch lernfähig. Ja, okay. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich meine, erstmal muss man sich mal angucken, auf solchen Plattformen. Check24 ist da ja nur ein Beispiel, aber sicherlich ein sehr, sehr prominentes zugegebenermaßen. Wie werden denn dort solche Produkte tatsächlich abgeschlossen? Nach meinem Kenntnisstand und so wie ich das sehe, ganz, ganz selten so, wie du es gerade beschrieben hast, mit zwei, drei Klicks. In der Regel sind das an der Stelle auch Plattformen, die dann Leads generieren für Beratungscenter, die diese Plattformen dann haben. Und da spricht man dann genauso auch mit einem ausgebildeten Versicherungsfachmann oder einer Fachfrau. Also, um das vorsichtig auszudrücken, die Kollegen Check24, die ich da irgendwo gesehen, gehört habe, machen immer alle einen ordentlichen Eindruck. Also ich will jetzt hier nicht den Eindruck vermitteln, Check24 zu verteufeln, aber ich sehe halt die Gefahr, dass man, naja, statt wie früher macht man es billig, dann macht man Qualität, dann macht man die Qualität der Häuser und jetzt macht man es digital und dann wird es ganz einfach. Aber wie gesagt, am Ende entscheidet ja der Kunde und die allerwenigsten machen das so. Das habe ich, das Beispiel, was ich dir eben gezeigt habe von der Risikoleben, zeigt das ja auch. Man bietet eine Möglichkeit und solche Antragsstrecken sind mittlerweile auch echt gut gemacht. Dass das, ne, da kann ich auch während der Antragsstrecke auch entsprechend Informationen bereitstellen etc. Aber auch bei solchen Plattformen, die du auch genannt hast, bei diesen beratungsintensiveren Produkten, ist ja der absolut große Anteil der Kunden, die dann abschließen, nicht direkt übers Internet, sondern das Internet ist im Prinzip, da werden Leads generiert, wenn man so will, oder Anspracheanlässe generiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig für jeden Vermittler, sich zu überlegen, wie kann ich denn sichtbar sein im Netz? Weil da sind die Leute halt und informieren sich. Und wie kann ich es dann aber schaffen, dort Anlässe zu kreieren, dass ja jemand mit mir in Kontakt kommen kann. Das ist bei diesen Produkten auch nicht anders. Und vielleicht noch mal ein anderer Gedanke. Ich glaube, wenn wir uns versuchen, hinter Kompliziertheit ein bisschen zu verstecken und sagen, die Produkte, das muss aber kompliziert bleiben und es darf nicht zu einfach werden. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, weil ich glaube, dass Themen, die selbstgemacht kompliziert sind, am Ende keine Akzeptanz mehr haben werden. Da wird sich irgendjemand finden, der macht es einfach. Und einfach und bequem, wenn es gut gemacht ist, meine, wir nutzen das doch auch alle, also irgendwo. Vielleicht in anderen Kontexten als Versicherung, aber im Internet, wenn das irgendwo gut gemacht ist, einfach bequem, wenn ich mich wohl dabei fühle, gut fühle, dann hat das schon eine Anziehungskraft. Doch, Deswegen doch, da glaube werden ich, ja, wir. deswegen glaube ich, hinter Kompliziertheit dürfen wir uns nicht verstecken. Aber man darf auch nicht kompliziert und komplex verwechseln. Das sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Sachen. Und viele unserer Themen, also wenn wir über die Krankenversicherung, Gesundheitsvorsorge, wenn wir über die Altersvorsorge, über Einkommensvorsorge, über diese Themen reden, da steckt schon, das sind schon komplexe Themen. Da gilt es häufig ja auch nicht nur die Frage zu stellen, was soll ich denn jetzt auswählen, sondern wofür brauche ich denn eigentlich eine Absicherung? Also wenn ich mir das mal vorstelle, in welchen Situationen möchte ich eigentlich wie geschützt sein? Diese Frage stellt sich ja. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wie soll ich es denn jetzt machen? Also ich habe beide Dimensionen. Und wenn bei beiden Dimensionen das nicht ganz klar ist, sondern auch ein Stück unbekannt ist, dann sind das erstmal komplexe Situationen. Und solche Situationen glaube ich nicht, dass die dominant direkt mit wenigen Klicks gelöst werden. Also mit anderen Worten, Produkte, wo es eigentlich ziemlich klar ist, wie ich das machen möchte und wofür ich es brauche. Ich sage jetzt mal eine Reisekrankenversicherung. Ist vielleicht aber jetzt auch wieder ein bisschen komplizierter geworden durch Corona, aber oder auch eine Autoversicherung. Das ist natürlich wahrscheinlich eine viel höhere, das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit. Da sieht man ja auch, dass diese Plattformen schon eine viel größere Rolle spielen, dass ich mich da dann auch wohlfühle als Kunde, das zu machen. Aber wenn diese beiden Themen, wofür brauche ich eigentlich genau die Absicherung und wie mache ich es, wenn das stärker ins Unbekannte geht und diese Komplexität kommt und man wirklich abwägen muss und man Hintergründe haben muss, dann finde ich, bin ich immer weniger, dass ich die Lösung direkt im Netz finde, sondern da finde ich Informationen. Und dann muss ich anknüpfen mit persönlicher Beratung und dann wird aus meiner Sicht ein Schuh draus. Das beobachten wir jedenfalls und wir haben doch ein relativ
gute Einblick und auch eine breite Sicht auf viele Player im Markt. Ja, du hast das ja gerade schon angesprochen, dieses Thema auch mit Self-Service, dass die Kunden halt ja auch sehr tendenziell in die Richtung gehen, ja, zu suchen, zu gucken und zu vergleichen und dass es momentan halt noch die Situation gibt, dass der Kunde halt abwägt, ist es ein Produkt, wo ich mir selber zutraue, es zu kaufen oder brauche ich vielleicht jemanden, den ich auch im Fall der Fälle dafür verantwortlich machen kann, wenn es halt schiefgegangen ist oder ich brauche einfach nochmal jemanden, der mich fachlich unterstützt, aber ich greife hier mal einfach zwei Fragen auf und versuche, die mal so ein bisschen zu kombinieren aus unserem Publikum. Und zwar, die erste Frage geht halt in die Richtung, dass ein, ja, ich sage, ein normal aufgestellter mittelständischer Makler sich jetzt momentan natürlich die Frage stellen muss, wie komme ich denn überhaupt noch an meine Kunden zukünftig heran? Weil zum einen ist es so, hier schrieb jemand, ja, dass das Durchschnittsalter im Außendienst nähert sich ja momentan der 60 irgendwo an. Das heißt, die Bereitschaft des Außendienst, diesem Wandel auch ja, sich ein Stückchen zu unterwerfen, in Anführungsstrichen, das ist natürlich schon die eine Hürde. Und das zweite ist halt auch, die Kunden, also wir haben ja über die Generation Y früher gesprochen, jetzt mittlerweile ist die Generation Z. Die Vermittler schreiben uns hier, dass sie teilweise gar keinen Kontakt mehr zu diesen Kunden haben, weil die kaufen sich halt alles über Amazon, da werden direkt die Versicherungen mitverkauft. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich, dass du eine Flatrate-Hausratversicherung mitbekommst. Und es wird, wie du eben gesagt hast, an vielen Stellen wird es den Kunden ja auch sehr einfach gemacht. Und Hagen hat ja auch schon angemerkt, dass ja, dem Kunden suggeriert wird, naja, das geht ja alles relativ einfach. Auch wenn vielleicht bei der einen oder anderen Stelle im Nachgang eine Beratung stattfindet. Aber wir erziehen ja den Kunden ein Stückchen mehr zur Selbstständigkeit. Und da kann ich schon verstehen, wenn dann halt die Frage aufkommt, ja, ich schaffe es hier teilweise gar nicht mehr, Termine zu bekommen bei meinen Kunden, weil telefonisch sind die gar nicht mehr erreichbar. Gerade jüngere Kunden, die gehen gar nicht mehr ans Telefon. Die wissen ja gar nicht mehr, dass das Telefon überhaupt noch dafür geeignet ist. Das heißt, da geht es noch nur noch über WhatsApp und Ähnliches. Und ja, wie schafft man es, dass, wenn der Bedarf besteht, der Vermittler überhaupt noch im Boot ist? Oder andersrum, warum sollte ich als 20-Jähriger überhaupt noch auf die Idee kommen, einen Vermittler anzurufen, wenn ich doch auf meinem Smartphone das einfach eben googeln kann? Also diese Frage ist genau die richtige und ich halte die wirklich für richtig. Die muss man sich stellen. Und ich meine, ich möchte jetzt ja auch nicht sagen hier, die viele Vermittler, die ich kenne, haben sich diese Frage gestellt und die haben auch gute Wege gefunden da. Und wie werde ich sichtbar im Internet? Ich glaube, das ist eine total richtige und berechtigte Frage. Und die muss man sich stellen, aber da findet man auch Wege. Es gibt tolle Beispiele, es gibt einige, es gibt diverse Makler mittlerweile, die findet man ja auch überall, wenn man so ein bisschen in LinkedIn und so weiter unterwegs ist und sich da das anguckt, die sehr stark eben mit den digitalen Medien arbeiten, aber wirklich persönliche Beratungen machen nach wie vor und das einfach unglaublich gut kombinieren. Menschen suchen im Internet häufig auch lokal, das darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn jemand, was weiß ich, nehmen wir einfach ein Beispiel, in Würzburg lebt, dann gibt er häufig auch ein Versicherungen Würzburg. Und dann muss ich halt auftauchen, wenn ich ein Makler bin in Würzburg. Ja, dann muss ich halt geschafft haben, dass ich meine Internetseite so gestaltet habe, das kann man heute eben alles machen, dass ich dann bei diesem Search in Google oder wo auch immer auf der ersten Seite auftauche, dass ich sichtbar werde. Also wir haben ja auch so eine Allianz Makler Akademie und da bieten wir zum Beispiel ein Seminar an, was extrem beliebt ist. Deine Kunden sind online, wo bist du? Ne? Und da behandeln wir genau solche Inhalte. Wie kann ich einfach da sichtbar sein? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Frage. Da gibt es aber Antworten drauf. Und da habe ich auch Chancen, selbst als lokaler Vermittler habe ich da Chancen, weil nicht alle Kunden einfach nur irgendwelche globalen Webseiten suchen. Wir sehen das ja auch, wir untersuchen das ja sehr genau. So ein Search für Finanzthemen, Versicherungsthemen, der zieht sich häufig über 2 Wochen, 3 Wochen, manchmal 2 Monate. Also man kann das ja alles
sozusagen tracken, wie anonym, aber man kann das tracken, wie Leute sich über Versicherungsthemen informieren. Die erste Botschaft ist schon mal, ist auch interessant, Versicherungsthemen sind, man würde ja denken, interessieren sich die Menschen dafür? Ja, die interessieren sich. Das gehört mit zu den häufigsten Anfragen zu Finanzthemen im Internet, sind Versicherungsfragen. Also die Leute sind im Netz, weil sie sich darüber informieren wollen. Das ist schon mal eine positive Botschaft, finde ich. Es wäre viel schlimmer, wenn die da gar nicht wären und würden sich dafür interessieren. Zweiter Punkt, wir sehen in unseren Daten, das ist nicht so, dass die Leute sich einmal informieren, gehen auf eine irgendeine Seite, empfehlen eine Entscheidung und machen was. Das ist überhaupt nicht so. Es geht häufig über Wochen. Springen von einer Seite zur anderen, sind mal auf Versichererseiten, sind auf Plattformen etc., springen wirklich hin und her und suchen an verschiedenen Stellen. Und wenn ich es da schaffe, einfach da reinzukommen, weil ich meine Homepage oder auch mein Social Media so ausgerichtet habe, dass wenn jemand dann noch sozusagen die Stadt angibt, und ich dann vorne bin, habe ich eine unheimlich große Chance, da genutzt zu werden, weil eben bei diesen Themen diese persönliche Nähe schon eine große Rolle spricht. Ich finde auch, was wir jetzt in der Corona-Phase gerade erlebt haben, kann auch nochmal bestärkend wirken, finde ich, für viele Vermittler. Also ich habe es so gesehen, ich habe auch mit vielen Vermittlern ja jetzt Kontakt gehabt zu diesen Themen. Wenn es einer geschafft hat, dass er sichtbar war, auch im Netz, mit Videoberatung und so weiter, mit einer gut gemachten Homepage da zu sein und aber auch noch persönlich für die Kunden da war, also wirklich ansprechbar war, sei es jetzt am Telefon oder sei es in einem Videocall, das war genau die Kombination, die jetzt gut angekommen ist. Und ich glaube, da können wir auch was Bestätigendes für dieses hybride Modell rausziehen. Also ich bin da nicht so pessimistisch, im Gegenteil. Ich glaube, die Frage ist berechtigt. Man muss gucken, wie wird man persönlich sichtbar im Netz, in seiner Zielgruppe. Die muss man natürlich erstmal definieren und sich dann überlegen, wie kann ich die Sichtbarkeit da herstellen. Da gibt es viele Angebote mittlerweile, Leute, die einem dabei helfen können. Wir bieten Seminare an, aber viele andere auch. Und man muss sich da eine Strategie machen. Sichtbar sein ist das eine. Zweite Frage von mir, Stichwort Spezialisierung. Was macht Sinn, sich breit aufzustellen, Stichwort Bauchladen, oder sich zu spezialisieren? Ich denke bei mir manchmal, ich mache ja nur Kranken und kann ja eigentlich auch gar nichts anderes und nicht mal das kann ich richtig. Es ist aber wieder am Tiefstapel. Genau. Ich glaube, er kann es vielleicht gut. Aber Kranken ist ja auch schon ein riesiges Feld, oder? Also, wenn man es mal so sieht. Okay, aber wie gesagt, nicht mal das kann ich richtig. Also wo geht die Reise hin? Spezialisierung oder vielleicht doch breit aufstellen, mehrere Themen? Ja, das muss, glaube ich, jeder für sich beantworten. Das kann man irgendwie ganz schlecht so von außen direkt sagen. Aber ich glaube, da würden wahrscheinlich die meisten einem auch zustimmen. Der breiteste Bauchladen und alles zu erfüllen, ist sicherlich schwierig. Ich glaube, es macht total Sinn, sich Zielgruppen zu überlegen und da richtig präsent zu sein. Weil wenn man diese Sichtbarkeit hinkriegen muss, über die wir gerade gesprochen haben, das ist ja auch kein Selbstgänger, das will ich ja gar nicht sagen, dann tut man sich natürlich leichter, wenn ich spezifische Zielgruppen habe und in denen ich dann sichtbar bin. Muss es jetzt nur eine Zielgruppe sein? Das wissen wir ja auch, kann auch gefährlich sein. Ein bisschen Diversifizierung tut auch gut, aber das muss wohl überlegt sein. Wo habe ich meine Kompetenzen? Wo kann ich den Mehrwert der Beratung wirklich darstellen, auch gegenüber Sachen, die ich im Internet finde? Und insofern glaube ich, wäre so ein Mix aus Zielgruppen sicherlich deutlich zu bevorzugen, als jetzt sozusagen zu sagen, ich bin hier der breite Bauchladenanbieter. Wenn man das Thema Spezialisierung nimmt, dann würde das ja voraussetzen, dass ich ja entweder sage, ich habe in meinem Unternehmen entsprechend Spezialisten für die verschiedenen Themen, damit ich mich halt dann doch wieder etwas breiter aufstellen kann. Jetzt sind aber ja viele Vermittler, so wie ich sie halt kenne, in einer oder Unternehmen in einer Größenordnung von 1, 2, 3. Also da haben wir ja wirklich sehr, sehr viele, teilweise auch wirklich alteingesessene Unternehmen mit teilweise auch großen Beständen, die auch jetzt, wie ich es jetzt auch gerade wieder gelesen habe, einfach das Problem haben des Nachwuchses, weil sich die
Nachfolgegeneration auch nicht für das Thema Versicherung interessiert. Man kennt vielleicht den Vermittler noch von irgendwoher, aber dieses Reinwachsen in diese Geschäftsbeziehung wie früher ist ja nicht mehr da. Wie siehst du denn überhaupt die Überlebensfähigkeit von diesen kleineren Maklerunternehmen? Weil entweder müsste ich ja sagen, ich spezialisiere mich wirklich auf ein Thema, oder wenn ich mich breit aufstellen würde, müsste ich wieder mehrere Mitarbeiter haben, was aber so ohne weiteres ja nicht machbar ist. Welche Chance gibst du denen, oder rätst du vielleicht eher dazu zu sagen, einfach gesprochen, schließt euch zusammen, bildet größere Kollektive, oder das Thema Networking, wie siehst du das, oder ihr als Allianz? Also ich glaube, man kann das nicht so pauschal beantworten. Also alles, was du gesagt hast, da ist echt was dran. Networking macht sicherlich total Sinn, aber ich glaube, ich kann schon auch als sehr fokussiertes Unternehmen mit meinen drei Mitarbeitern, wenn ich eine klare Zielgruppe vor Augen habe, die ich bedienen möchte, wenn ich da Kompetenzen habe, wenn ich da eine Strategie mache, wie ich dort sichtbar bin, da kann ich sehr erfolgreich sein. Ich meine, wir haben viele Geschäftspartner, die so aufgestellt sind, wie du es gerade beschrieben hast, und die erfolgreich sind. Das hängt halt immer, man kann es nicht so pauschal beantworten. Es hängt halt echt davon ab, wie gut die Strategie ist, die ich da jetzt entwickle an der Ecke. Klar, wenn ich jetzt sage, ich will mit als Ein-Mann-Unternehmen alles abdecken, wird das extrem schwierig werden. Deswegen haben wir gerade darüber gesprochen, das macht sich ja nicht Sinn, sich da Gedanken zu machen. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man hier das Internet nutzen kann. Vielleicht kann man das ja auch nochmal. Das ist ja, steckt ja auch voller Möglichkeiten an der Stelle. Wenn man mal das Thema betriebliche Vorsorge nimmt, da haben wir viele Vermittler, die in der betrieblichen Vorsorge tätig sind. BAV zunehmend, Hagen, aber auch BKV. Super spannendes Thema, was wirklich gerade an Traktion gewinnt. Dort bieten wir beispielsweise eine Plattform an, die heißt Firmen Online. Die bieten wir für Vermittler an. Das heißt, ich kann als Vermittler, und das kann ich genauso gut als 1-, 2-, 3-Mann-Vermittler nutzen, in den Firmenbeziehungen, die ich habe, wo ich vielleicht eine BAV oder auch eine BKV eingerichtet habe, eine Plattform anbieten, in der ich hinterlegt bin. Also es ist eine Plattform, die einerseits die Personalabteilung nutzen kann, um einfach Anmeldung, Abmeldung zu machen, die aber auch die Arbeitnehmer, ein Arbeitnehmerportal hat, wo die Arbeitnehmer meines Gruppenvertrags sich informieren können über die Absicherung, wo ich auch weitere Angebote machen kann. Diese Plattform die wird auf den Vermittler hin designt. Das heißt, der Vermittler ist dort hinterlegt, der den Gruppenvertrag gemacht hat. Seine Ansprechdaten sind da, seine Telefonnummer, sein Logo etc. ist dort hinterlegt. Das heißt, ich als kleiner Vermittler kann, wenn ich so will, Plattformen, kleine Ökosysteme in meine Firmenverbindung rein etablieren, wo ich dann persönlich da bin, aber wo ich eine Breite kriege, eine Ansprechbarkeit kriege, auch über digitale Möglichkeiten. Und die Möglichkeit habe ich auch als kleinerer Vermittler, habe ich nicht nur als größerer. Das heißt, ich glaube, das Netz bietet einfach auch viele Möglichkeiten, und es kommt vielmehr auf so eine Attitüde darauf an, sich das anzugucken, was wird da eigentlich angeboten und wie kann ich das in meiner speziellen Konstellation nutzen. Und also die Beispiele, die ich sehe, das sind auch kleinere Vermittler, die das extrem erfolgreich machen. Es ist viel wichtiger, da Fokus zu haben, auch mit einer positiven Attitüde ranzugehen, als ständig sich Gedanken zu machen, worum es jetzt wieder bei mir nicht geht. Also es geht auch viel um Mindset und Haltung. Ich habe ein für uns alle gültiges Thema noch. Der Olli hat es kurz angesprochen, Überalterung, Vermittlerschaft. Ich gehöre jetzt auch zur aussterbenden Rasse. Was machen wir gemeinsam, oder was macht auch dein Haus für die Jugend? Also wie kriegt man Nachwuchs begeistert für den Job Versicherung? Da rieche ich noch irgendwie Luft nach oben. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst, wo wir auch alle zusammen sicherlich noch die Köpfe zusammenstecken müssen, wo wir auch vielleicht zusammen auch Vermittler und Versicherer agieren müssen. Wir stellen wirklich viel ein, auch bei der Allianz, auch in der jetzigen Zeit, sowohl im Innendienst als im Außendienst.
Und viele Vermittler, die ich ja auch kenne, auch im Maklermarkt tätig sind, die waren jetzt nicht immer nur bei der Allianz, sondern vielleicht auch bei anderen Versicherern, aber viele waren auch irgendwann mal bei der Allianz und haben dort mal gelernt, ob es im Außendienst war oder im Innendienst. Das heißt, ich glaube, da können wir auch einen echten Beitrag leisten dafür, indem wir einfach weiter ausbilden als Versicherer, und das tun wir auch an der Stelle. Zweiter Punkt, ich sehe schon auch da draußen einige Vermittler, die sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind im Anstellen junger Leute. Das gibt es nämlich auch. Das sind zum Teil Vertriebe, die enorm wachsen gerade. Das sind aber auch Einzelmakler, die sehr digital unterwegs sind, die auch sehr präsent sind, die sich zeigen in den Netzwerken, auf YouTube und so weiter. Muss man nur eingehen, Versicherungsmakler in YouTube, da kriegt man die Videos und da sieht man die Leute. Es gibt viele Beispiele gerade, die da echt unterwegs sind. Und ich glaube, hier gilt das gleiche Thema, wie was wir eben besprochen haben. Man muss sichtbar sein. Wenn ich im Internet nicht sichtbar bin, dann kriege ich keine Resonanz. Wenn ich dort keine Resonanz habe, finde ich irgendwie nicht mehr statt. Das heißt, ich glaube, dass dadurch, dass es da mittlerweile auch viele so junge Makler gibt, die da enorm sichtbar sind im Internet mit Versicherungsthemen und die das auf eine neue, unkonventionelle, lockere Art auch präsentieren. Ich glaube, dadurch tun die auch der gesamten Branche unglaublich was Gutes, ja? Wo man dann sieht, hey, das ist ja vielleicht auch ein ganz spannendes Berufsbild, ne? Mhm. Wo ich nicht nur thematisch mit vielen Dingen zu tun habe, sondern gerade auch die neuen digitalen Methoden einfach einsetzen kann. Wir haben ja eine Branche, Corona hat uns, glaube ich, jetzt nochmal gezeigt, dass wir da auch dankbar sein müssen, die ja auch mit digitalen Möglichkeiten funktioniert. Ne? Wenn man mal viele andere Segmente der Wirtschaft anguckt, Gastronomie, Reise und so weiter, die können gar nicht zurzeit aktiv sein. Aber unser Geschäft kann man zurzeit machen und konnte man auch machen, auch unter diesen Beschränkungen, die da waren. Nicht 100%, nicht weit verstehen, aber doch eben in ganz im ordentlichen Ausmaß. Das heißt, es gibt mittlerweile wirklich tolle Beispiele, die da sehr präsent sind. Und ich glaube, das ist wichtig. Das würde ich unterstützen. Also ich unterstütze die auch. Also die machen, deswegen freue ich mich auch hier, den Talk mitzumachen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sichtbar zu sein. Ich mache aber auch solche Talks mit solchen neuen, jungen Digitalmaklern, die sowas anbieten, die Podcasts machen etc. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns zeigen im Netz, zeigen, dass das eine spannende, dynamische Branche ist, wo unglaublich viel gerade passiert. Und dann, glaube ich, kriegt man auch die Resonanz. Ja, ich glaube, das ist... Dann haben wir mit unserer Idee ja richtig gelegen, Olli. Ja, ich finde schon. Ja, ich hab gerade so, mir kam gerade der Gedanke auf, das ist ja so ein bisschen eine Parallele, finde ich, zur Automobilindustrie. Wo sich, glaube ich, viele alteingesessene Unternehmen relativ lange, ich will jetzt nicht sagen, auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben. Das wäre, glaube ich, vermessen, weil da gehen ja schon immense Gelder auch immer in Forschung und Weiterentwicklung hinein. Aber so dieses Thema E-Mobilität hat man, glaube ich, so ein Stückchen verdrängt. Und jetzt kann man halt zu E-Autos und Tesla und Elon Musk, glaube ich, stehen, wie man will. Aber es hat halt schon auch so einen gewissen Charme oder eine Sexiness, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Und das heißt, man sieht auf einmal von der Diesel-Schmuddelbranche hin zu digital mit einem riesen, 20 Zoll iPad im Auto, schadstoffarm, klar, Batterie mit Fragezeichen etc., aber es hat insgesamt schon ein positiveres Image. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was ja wiederum eine Anziehungskraft auch auf junge Nachwuchskräfte hat. Aber ich glaube, die Problematik, und das lese ich halt auch hier wieder mit einem Auge, ist, dass natürlich auch dann der durchschnittliche Vermittler jetzt diesen Turn zu machen und zu sagen, ich mache jetzt mit 55, mit 60 einen YouTube-Kanal auf und versuche jetzt darüber halt Leute zu akquirieren. Das ist natürlich schon eine Herausforderung und kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere da auch sagt, okay, wir kriegen die letzten Jahre vielleicht noch ein bisschen rum, aber ich finde es persönlich auch schön, wenn dieses Bild, was wir ja letztendlich in der Branche bisher abgegeben haben, so dieses, ich habe immer das schöne Beispiel, wenn mich früher jemand gefragt hat, ja, ich komme ja selber aus der Vermittlerschaft,
wenn mich jemand gefragt hat auf einer Feier, was machst du, dann immer so, ja, ja Versicherung vermitteln oder ich berate Unternehmen. Also man hat das gar nicht ausgesprochen, sich nicht getraut, weil man immer dieses Schmuddel-Image irgendwie hatte. Und ich glaube, wenn wir das, was du gerade gesagt hast, hinbekommen würden, zu sagen, okay, wir sind modern, wir sind digital und wenn man sich die Versichererbüros anguckt, die vergilbten PCs findet man dort auch nicht mehr. Also das, da ist ja auch ein gewisser Wandel drin, weil die Leute holst du sonst auch nicht mehr von den Unis weg. Das wäre, ist glaube ich wahrscheinlich schon ja die Aufgabe der den nächsten Jahre und ja, das wird uns wahrscheinlich noch ein Stückchen begleiten. Absolut. Einen habe ich noch. Ja. Einen habe ich noch. Ich habe wieder gelesen, Vertriebsmakler wächst bei der Allianz seit 10 Jahren. Stimmt. Stimmt? Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Wachstum durch Corona, Wachstum nach Corona, Fragezeichen? Ja, also ich meine, natürlich gibt es auch Auswirkungen jetzt von Corona. Also das ist aber sehr, sehr unterschiedlich von Vermittler zu Vermittler. Also klar, in der betrieblichen Altersvorsorge, wenn ich jetzt, ich sag mal, gewerbliche Unternehmen da berate, Arbeitnehmerberatung mache für Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersvorsorge, das war natürlich in den letzten 2 Monaten zum Teil gar nicht möglich physisch, ne? Weil die Unternehmen einfach dicht waren. Die haben ja gar keinen reingelassen. Und da ist das in solchen Situationen hat es natürlich auch einen Effekt gegeben. Das ist auch klar. Aber das ist ja auch irgendwo jetzt nicht überraschend, wenn man sich diesen Lockdown angeguckt hat. Da ist jetzt, müssen wir natürlich gucken, aber diese schrittweisen Lockerungen, die jetzt wieder passieren, tun uns da, glaube ich, alle sehr gut. Ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, dass man jetzt diese Chancen auch wieder nutzt. Es ist jetzt ja keine Phase nach Corona, sondern es ist ja eine Phase mit Corona. Das heißt, es gibt ja auch diesen Begriff der neuen Normalität und den finde ich ganz richtig. Das ist nicht alles so, wie es vorher war, aber es ist eben auch wieder eine Normalität mit Corona und die muss man jetzt eben auch gestalten. Das finde ich wichtig, dass man das von der Einstellung her so sieht. Und da müssen wir jetzt natürlich schon gucken, dass wenn jetzt auch wieder die Lockerungen kommen, da gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen Rückstau, der entstanden ist, ne, in den letzten Monaten. Auf der anderen Seite gibt es auch Vermittler, die vielleicht stärker in Branchen unterwegs waren, die gar nicht so betroffen waren von diesem Lockdown, ne? Und auch da hat sich's gezeigt, wenn jemand früher schon sich mit Videoberatung oder einfach nur Videotelefonie oder sowas, was wir jetzt hier machen, damit beschäftigt hat, der hat sich natürlich viel leichter getan, jetzt in dieser Corona-Phase das dann einzusetzen, als jemand, der jetzt erst anfängt, das zu lernen. Trotzdem, auch alle die es bisher noch nicht gemacht haben, möchte ich einfach ermuntern und ermutigen, das einfach mal auszuprobieren und zu machen. Man darf nicht glauben, man probiert das einfach mal aus und es klappt sofort, wie viele andere Dinge im Leben auch, die muss man echt lernen, aber man kann nie lernen und es gibt auch genügend Menschen, die einem dabei helfen und dann ist es auch wieder nicht so schwierig am Ende des Tages. Also ja, natürlich gibt es gerade zum Beispiel in der betrieblichen Altersvorsorge auch Auswirkungen, aber in Summe liegen wir jetzt per Mitte Juni ungefähr auf dem Vorjahresniveau, was ich ziemlich gut finde. Wie gesagt, es gibt Segmente, wo es stärkere auch Rückgänge gab. Es gibt andere Segmente, wo es aber auch Wachstum gibt. Okay. Darf ich mich kurz bedanken? Das ist doch eigentlich ein Talk. Eine Frage. Und weiter geht man den Olli. Okay. Ich bedanke mich auch, Hagen. Hat Spaß gemacht. Ja, weil du hast es ja gerade auch angesprochen, Thema Switch zu der Online-Beratung. Jetzt seid ihr ja als Allianz immer so ein Stückchen das Unternehmen, wo ja nicht nur eure Mitbewerber immer hinschauen. Also was machen die jetzt da aus München oder Stuttgart, sondern es sind ja auch viele Vermittler, die so ein bisschen Auge auf euch werfen, was da halt passiert, sei es, wo ihr euch auch investiert, in welchen Startups vielleicht und Ähnlichem. Und was wir momentan haben, ist einfach auch so diese Problematik der Regulierung. Und jetzt widerspricht ja eigentlich so ein bisschen das Thema Digitalisierung und wir versuchen es für unseren Kunden smart und einfach zu machen und holen ihn bei uns auf den Bildschirm und
ja, jetzt muss ich ihm dann halt 70 Seiten VVG-konform vorher erstmal zuschicken, die er sich dann hat. Also das musste er natürlich früher ja auch schon, rein theoretisch, aber wir haben natürlich das Thema IDD und ja, ganz, ganz viele Themen, wo man ja kaum noch hinterherkommt. Hast du da irgendwie eine Empfehlung oder unterstützt ihr dort auch die Vermittlerschaft als Allianz bei der BaFin, bei verschiedenen Institutionen, um einfach dort auch, ja, ich sag mal, den Weg vielleicht nicht zurück hinzubekommen, aber so, dass es halt auch A, verbraucherfreundlich ist, aber trotzdem auch noch für den Vertrieb schaffbar. Weil ich habe persönlich die Vermutung, dass da ganz, ganz viele Sachen zwar irgendwo abgehakt werden, aber ob das dann halt beim Kunden wirklich so vorgelegen hat oder nicht, ist dann halt das Fragezeichen. Das bringt letztendlich ja auch keinem etwas. Aber seid ihr da aktiv? Ja, eindeutig. Also ich meine, das Thema, was du ansprichst, ist mehr als berechtigt, ne? Weil ich glaube, die Ideen, die hinter dem Verbraucherschutz da stehen, die sind nicht verkehrt, ne? Also da die Umsetzung, die ist eben auch nicht so einfach, das so zu machen, dass es wirklich was bringt. Das hast du ja auch gerade angesprochen. Und da hat sicherlich Entwicklungen auch gegeben, wenn ich alleine gucke, wie viele verschiedene Produktinformationsblätter es mittlerweile gibt und so weiter. Also weniger ist manchmal eben doch mehr, ne, wie wir alle wissen. Und natürlich nutzen wir unsere Möglichkeiten. Wir machen das natürlich auch mit den Verbänden, mit dem GdV, mit den anderen Versicherern, dass man spricht und auch mit der Regulatorik versucht, Einfluss zu nehmen. Das sind auch wichtige Inputs, die man geben kann. Aber man hat natürlich auch nicht alle Möglichkeiten. Und wir haben so nach der Finanzkrise, nach der letzten, da haben wir schon so einen Pendelumschlag Richtung Regulatorik gesehen. Nicht nur bei uns in der Versicherungswirtschaft, ja im Banking und in den ganzen Finanzbranchen. Und wie das so häufig ist, das Pendel schlägt dann auch mal zu weit aus und dann muss es wieder so ein bisschen zurückkommen. Also insofern, dein Punkt ist mehr als berechtigt. Und ja, wir setzen uns da massiv ein. Aber ich meine, wir können es auch nicht bestimmen, ne? Sondern das macht am Ende dann schon noch der Gesetzgeber und Regulator. Und der stellt, glaube ich, aber auch fest, dass der, glaube ich, die richtige Motivation häufig hat, aber dass das Umsetzen nochmal ein ganz anderes Thema ist. Da bin ich bei dir. Trotzdem, man sollte sich auch hier nicht dahinter wieder verstecken, glaube ich, weil manche Dinge sind, wie sie sind. Ne? Also finde ich jetzt gerade im Vertrieb immer auch wichtige Aussage. Manches ist, wie es ist. Und so müssen wir jetzt ein Stück weit leben. Heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht einsetzen dafür, das zu verbessern. Aber jetzt, was erstmal so ist, wie es ist, ist so, wie es ist. Und man sollte sich dann nicht dahinter verstecken. Genau wie bei den Digitalthemen, die wir eben diskutiert haben. Man findet da wirklich mittlerweile Wege. Wir haben zum Beispiel, wir bieten unseren Vermittlern sogenannte Beratungssuiten ein, die Vermittler selber gestalten können. Die können da Sachen von uns nehmen, die wir bereitstellen. Die können die aber auch selber gestalten, als Landingpage nutzen, um dann ihre Kunden durchzuführen. Da sind auch diese ganzen regulatorischen Themen mit drin. Wir können mittlerweile ein Video-Ident-Verfahren bieten wir an, also dass ich als Vermittler über die Antragsstrecke machen kann, auch begleiten kann in der Videotelefonie. Es gibt mittlerweile auch viele Möglichkeiten, auch diese Anforderungen, die da sind, trotzdem gut hinzukriegen. Und auch da, glaube ich, ist auch nochmal wieder eine Stärke, wenn es eine persönliche Begleitung gibt. Denn das einfach so im Internet alles so zu machen, hatte ich eben ja erzählt, ist auch eine Herausforderung für viele Kunden. Und wenn ich das als Chance vielleicht sogar sehe und dem Kunden erklären kann, warum das eigentlich gemacht wird, was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat und den Kunden da durchführen kann, kann ich eigentlich auch wieder ein Stück Kompetenz zeigen. Das bleibt im Vertrieb aus meiner Sicht das A und O, Kompetenz und Sympathie. Und das kann ich genauso gut über Video rüberbringen, wie auch in einem physischen Meeting. Und man sollte die Chancen da drin sehen, mehr als sozusagen Gründe, warum man jetzt wieder irgendwas nicht macht. Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Die Vogel-Strauß-Methode hilft da, glaube ich, an der Stelle auch nur ganz, ganz kurz. Und ja, Stichwort Sympathie.
Ich fand, das war ein sehr, sehr sympathischer Auftritt. Es ist halt kein leichtes Thema und wir hatten halt auch nicht den Anspruch, heute, ja, auch wenn der Wunsch vielleicht da ist, die allumfassende Lösungspille hier heute zu kredenzen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen, aber ich glaube, es sind halt doch ein paar gute Ansätze angesprochen worden und ob das jetzt das Thema Fokussierung ist, dass man sich doch halt ein bisschen mehr auch mit vielleicht den digitalen Playern beschäftigen muss. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch rausgekommen, dass wir noch nicht bibbernd uns irgendwie unter dem Schreibtisch verkrümeln müssen, weil wir denken, dass ab sofort Amazon und Google und Check24 den kompletten Versicherungskuchen unter sich aufteilen. Ich weiß nicht, vielleicht so abschließend die Frage, wie hoch ist der Anteil der Direktversicherungsabschlüsse im Bereich Risikoleben, weißt du das? Also ja, das ist nach wie vor nicht groß. Also direkt hat eine Bedeutung, aber also da gibt es auch eine Zielgruppe dafür, aber der Anteil der sogenannten hybriden Kunden, die wirklich eigentlich beides wollen, ist auch bei diesen Produkten bei 85% ungefähr. Nach unserer Datenbasis mindestens 85%. Na gut, das spiegelt ja so ein bisschen das wider. Als so früher die ersten Direktversicherer aufkamen, hat man ja auch gesagt, oh Gott, das ist der Tod des stationären Vertriebes. Das ist, glaube ich, mittlerweile 20, 25, 30 Jahre her. Und es gibt immer noch eine breite Vermittlerschaft. Ich glaube, das lässt uns dann auch positiv nach vorne gucken. Bevor wir dann uns gleich dem Ende in Anführungsstrichen nähern, möchte ich an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis loswerden. Dazu muss ich jetzt einmal kurz meinen zweiten Bildschirm umschalten. Und zwar haben wir einen Programmhinweis. Ich glaube, das sollte man jetzt eigentlich, hoffe ich, sehen. Auf den 3.7. Sendung Nummer 5. Wir haben dort unter anderem einen Vertreter der Gotha Krankenversicherung zu Gast und einen Vertreter vom KV-Werk. Das ist ein Maklerpool, der sich, wie der Name schon sagt, auf das Thema Krankenversicherung spezialisiert hat. Thomas, du wirst sie wahrscheinlich kennen. Und da geht es halt um ein, glaube ich, auch ein sehr brisantes Thema, nämlich das Thema Annahmepolitik. Ist die Antragsabteilung der Umsatz tot? Das haben wir mal so provokant betitelt. Ich glaube, der eine oder andere Vermittler wird das auch so sehen, aus eigener Erfahrung. Aber wir wollen den Kollegen natürlich auch die Chance geben, mal zu erklären, warum die eine oder andere Entscheidung so ist, wie sie ist, warum es auch für die Kunden letztendlich eine Schutzfunktion ist und was man vielleicht auch als Vermittler und als Endkunde an der Stelle besser machen kann. Ja, in dem Sinne, lieber Thomas, vielen Dank für das sehr sympathische Interview. Wird mich freuen, ich glaube, da spreche ich auch für Hagen, dich irgendwann mal wieder begrüßen zu dürfen zu einem vielleicht anderen Thema. Und von daher lieben Dank für deine Zeit und auch für deine Informationen, die du uns gegeben hast. Und dann übergebe ich das Schlusswort an den lieben Hagen. Och, ausgerechnet. Dann sagt der Nicht-Digitale jetzt etwas, was du eigentlich machen wolltest. Ich glaube, ihr solltet euch jetzt alle irgendwo bei Facebook auf unsere Seite bewegen und irgendwie rumklicken, damit wir noch bekannter werden und damit wir noch mehr Menschen ansprechen mit manchmal ganz spannenden, manchmal aufregenden Themen. Mir hat das heute wieder ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide. Wir bleiben uns gewogen. Tschüss und vielen Dank. Nach Stuttgart. Und tschüss. Tschüss. Ciao.